Herzlich willkommen zu diesem Unboxing-Video. Heute packen wir das neue HTC One X zusammen aus, das ich mir gerade eben geholt habe. Ist seit heute, 2. April, im Handel erhältlich. Das HTC One X, erstes erhältliches Quad-Core-Smartphone der Welt. Ich sage extra erstes erhältliches, weil das LG Optimus 4-fach HD wurde früher angekündigt als das HTC One X, aber das LG-Gerät ist heute noch nicht im Handel erhältlich. Drum kriegt die Krone des ersten erhältlichen Quad-Core-Smartphones der Welt. HTC ging sehr schnell, wurde vorgestellt am Mobile World Congress vor einem Monat, wo ich ja vor Ort war, konnte ich das schon mal bestaunen. Und jetzt, nur einen Monat später, ist es bereits in Europa überall in den Läden verfügbar. Hab mir, wie gesagt, so ein Ding geholt. Was haben wir da? Wir haben ein 1,5 GHz Quad-Core Tegra, Nvidia Tegra 3 Prozessor, der ja eigentlich ein 5-Core ist, weil der hat ja noch diesen Companion- bzw. Application-Core, der dann zum Einsatz kommt, wenn nicht rechenintensive Aufgaben gemacht werden müssen, zum Beispiel E-Mail oder Internet surfen, dann werden die anderen Quad-Cores einfach deaktiviert und nur noch der kleine mit 500 MHz getaktete Prozessor-Core springt dann an. Ja, wie gesagt, 1,5 GHz von diesem Quad-Core-Ding haben wir da drin, Android 4.03 Ice Cream Sandwich mit HTC Sense 4.0. Bin ich natürlich ganz besonders drauf gespannt, wie sich das so anfühlen wird. Dann 1 GB RAM, 32 GB Storage, nicht erweiterbar, das werden wir dann sehen, aber man kriegt noch 25 GB Dropbox Storage obendrauf für 2 Jahre, gratis von HTC, gesponsert sozusagen. Wir haben ein 4,7-Inch Display mit einer HD-Auflösung 1280x720p. Das ist ein LCD-Plus-Display, kein AMOLED, aber der soll auch ganz toll sein. Und eine 8-Megapixel-Kamera, welche als schnellste Smartphone-Kamera der Welt betitelt wird von den Leuten, die das schon testen konnten. Man kann zum Beispiel Full-HD-Videos drehen und gleichzeitig fotografieren damit. Und vorne haben wir dann eine 1,3-Megapixel-Front-Facing-Kamera. Und dann natürlich das übliche Wi-Fi, DLNA, GPS, Bluetooth und so weiter. Und Beats Audio. Das ist ein Beats Audio-Gerät, welches also diese Beats Audio Audio-Verstärker drin hat. So, schauen wir uns mal an. Habe ich selber auch noch nicht aufgemacht. Bin entsprechend gespannt darauf. Wir öffnen das hier mal. Ihr seht die Verpackung, die ist schon ganz knuddelig. Das ist so richtig, sieht ziemlich sexy aus in weiß. Hebt sich sehr schön vom einerlei der üblichen Verpackungen ab, ohne gleich das iPhone allzu stark kopieren zu wollen. Gefällt mir ganz gut, was HTC da mit dieser Verpackung gemacht hat. Ja, hier, HTC, I'm the one you've been waiting for. Das stimmt effektiv. Ich habe jetzt ziemlich lange auf dieses Ding gewartet, weil, wie gesagt, ja, die neue Krone der Smartphones im Moment, die geht ganz klar an HTC. Ihr seht, ich habe das weiße Modell mir besorgt. Sehr schick, ist ein Unibody aus Plastik zwar, aber sehr wertig, ein spezielles Plastik-Carbonat-Ding, das sehr solide daherkommt. Hier oben, wir gucken uns vielleicht mal gleich von außen an, hier oben haben wir den Micro-SIM-Card-Slot, da braucht man also eine Micro-SIM, wie das ja schon das iPhone seit längerem hat und wie das auch zum Beispiel das Nokia Lumia 800 verlangt, braucht man hier eine Micro-SIM, Mini-Jack, Kamera für Umgebungsgeräusche, On-Off-Switch, hier auf der Seite haben wir den Lautstärkeregler, sonst nichts, da unten das Mikrofon zum Sprechen, man soll ja mit den Dingern auch noch telefonieren können und dann hier auf der Seite, finde ich ein bisschen schade, aber okay, macht HTC leider so, auf der Seite ist dann der Micro-USB-Anschluss zum Laden und Daten übertragen und so weiter, da hinten wie gesagt die 8-Megapixel-Kamera mit LED-Flash, da vorne haben wir die kleine 1,3-Megapixel-Kamera. Ja, ihr seht das vielleicht hier, der Akku ist nicht auswechselbar, 1800 mAh sind da drin, mal gucken, stimmt das irgendwo, habe ich das gelesen, genau da hinten drauf, jawohl, so ist es, der ist aber nicht auswechselbar. Und es gibt auch keinen Kartenslot, um den Speicher zu erweitern, die 32 GB hier drin müssen reichen, aber ja, das reicht eigentlich ja meistens dicke, vor allem wenn wir noch 25 GB Cloud-Speicher mitkriegen. Was kommt da sonst noch so mit? Also Seriennummern, ein schickes, knuddeliges, kleines Ding hier um, vielleicht noch in die Kamera halten, okay hier, ein schickes, knuddeliges Ding, um die Micro-SIM rauszudrücken, beziehungsweise hier diesen Slot zu entriegeln, es ist ganz süß gemacht, auch so ein bisschen wie Apple und dann hier so verschiedene Short Notices, die man sowieso nie liest, aber die man einfach dabei hat und dann hier haben wir das Micro-USB-Kabel, okay.
Wir haben hier, das ist sehr knuddelig, haben wir die Dr. Dre bzw. die Beats Audio Kopfhörer, und die sind, wenn ich mich nicht ganz täusche, wir machen die gleich mal auf. Ja, genau, die sind ziemlich cool. Das sind nämlich diese Dinger hier, die ja angeblich ein bisschen weniger sich ineinander knuddeln sollen, als das runde Dinger machen. Das werde ich dann natürlich testen. Hier haben wir noch ein Headset bzw. eine Steuerfunktion mit Mikrofon. Das Ganze ist also auch noch ein Headset. Und dann hier haben wir das kleine Ladegerät. Sieht genau gleich aus wie das zum Beispiel vom HTC Sensation, welches ich noch habe. Aber ist halt, wie gesagt, in weiß jetzt. Das passt dann zum Gesamtbild von diesem Ding. So, okay, hier seht ihr USB. Dann haben wir hier das Micro-USB auf USB-Kabel und damit kann man es dann laden. Ja, okay, das ist alles. Wie das heute ja schon typisch ist eigentlich, allzu viel ist nicht mehr drin in diesen Verpackungen. Ich packe das da mal wieder ein. So, okay. Und damit könnte man sagen, ist es schon das mit dem Unboxing. So wahnsinnig viel ist da ja auch, wie gesagt, nicht drin. Gerät selber. Wir ziehen hier mal die Plastikfolie ab. Wir knuddeln das hier mal so. Okay, zack. Ihr seht, HTC. Obwohl das ja Ice Cream Sandwich ist, welches Softkeys unterstützt, haben wir hier trotzdem noch so aufgemalte Keys drauf. Zurück, Home und dann der Key, zum die zwischen den verschiedenen Apps hin und her zu wechseln. So, wir können ja mal gucken, wir können das mal aktivieren, mal gucken, was da passiert. Ob da schon mal gleich was kommt. Zack, okay. HTC, Quietly Brilliant. Man muss ganz klar sagen, HTC war wirklich fix durch dieses erste Quad-Core-Smartphone, während man vom Galaxy S3, dem Samsung, dem Nachfolger, dem lange ersehnten Nachfolger des Galaxy S2, bis jetzt ja nur immer spricht und irgendwelche Rumors durchs Netz geistern, hat hier HTC klammheimlich, beziehungsweise nicht so heimlich, sie haben es ziemlich groß angekündigt, ja, in Barcelona, hat hier schon das neue Topmodell auf den Markt gebracht. So, ihr seht hier die Startanimation, zack. Und ihr seht hier vielleicht auch gleich mal, dass der Bildschirm wirklich knackig aussieht. Das sieht schon mal ganz, ganz große Klasse aus. So, ja, ich werde das Ding jetzt einrichten. Ich werde meine SIM-Karte reinschieben. Ich werde meine Apps drauf installieren. Und dann gibt es natürlich noch ein ausführliches Review-Video, wo ich das dann auch gleich mit dem Galaxy Nexus vergleichen werde. Dem anderen bisher erhältlichen Android 4.0 oder 4.03 Smartphone. Wir werden das mal vergleichen, wir werden gucken, wie das Pure Google aussieht, im Unterschied eben zu HTC Sense, was HTC daraus gemacht hat. Und in den nächsten Tagen gibt es dann natürlich auch noch das HTC One S, welches ich auch noch testen werde. Da wird es verschiedenste Videos und Reviews auf www.eifrig.ch geben. So viel mal fürs Erste zum Unboxing. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und tschüss.